Danke für den Blick. Wir wagen einen anderen. Wir gehen tatsächlich maximal weit weg von der Erde und lernen von jemandem, der von oben, von 400 Kilometer weiter oben auf diese Erde schaut. Vielleicht hat der ja eine Erkenntnis, zum Beispiel was den Klimawandel angeht. Ich freue mich sehr, dass hier der deutsche Astronaut Matthias Maurer ist. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Maurer. Schön, dass Sie da sind. Nur um das mal aufzugreifen, bevor wir auf alles andere kommen. Also Sie blicken auf diese Erde, wie keiner von uns auf diese Erde blicken kann, nämlich von wie viel, 440? 400 Kilometern plus minus die ISS, die müssen ab und zu mal ein bisschen anheben, absenken, aber so 400 passt. Und Sie fliegen über diesen ganzen Erdball. Sehen Sie die Folgen des Klimawandels? Ja gut, Klimawandel passiert natürlich nicht in den 6 Monaten allein, in denen ich oben war, aber ich kann dort oben Auswirkungen sehen. Ja. Also ich sehe zum Beispiel, wenn ich über den Urwald fliege, dass dann sehe ich das Dunkelgrün, das ist der Urwald, dann sehe ich direkt daneben das Hellgrün, das ist Ackerland und dort stehen immer riesige Rauchsäulen und das sind dann Menschen, die brennen den Urwald nieder, um halt mehr Platz zu schaffen für Ackerbau. Ja. Dann fliege ich weiter und dann sehe ich, auf alten Karten sollten da Gletscher sein. Und dann gucke ich runter und dann sind keine Gletscher mehr da. Oder dann sind auch Seen, die ausgetrocknet sind. Und auf den alten Karten waren die noch da. Also dann weiß ich natürlich, da ist etwas passiert. Und das ist dann halt der Klimawandel. Und was man politisch damit macht, interessiert sich das eigentlich auch, diese Frage? Ja, natürlich, natürlich. Also als Astronaut bin ich natürlich Botschafter für unseren Planeten. Mhm. Und wer einmal dort draußen war und diese Erde gesehen hat, der weiß, ist die einzige Oase, die wir haben. Und die können wir nur gemeinsam retten, diese Oase. Und trotzdem hat auch im Weltraum ein Wettlauf stattgefunden, der auch was mit Energie zu tun hat. Das erzählen Sie uns gleich. Aber erst einmal müssen Sie uns sagen, wie sich es überhaupt anfühlt. Also, wir haben natürlich diese fantastischen Bilder. Sie sind auf der ISS. Sie waren 177 Tage am Stück dort. Sie sind jetzt hier seit bald 2 Jahren wieder auf der Erde. Wenn man so sieht, wie Sie dann da oben agieren und weiß, es ist alles schwerelos, vermissen Sie eigentlich was an diesem Leben? Sei es jetzt eben die Arbeit mit den Kollegen oder auch der Nervenkitzel, wenn Sie rausgehen? Ja, also ich vermisse die Zeit auf jeden Fall dort oben. Ich möchte auch wieder hochfliegen ins Weltall. Beim nächsten Mal hoffentlich ein bisschen weiter weg. Mhm. Ist ein tolles Leben, eine tolle Gemeinschaft dort oben, weil wir dort in einem internationalen Team Dinge tun, die wir hier unten auf der Erde momentan nicht zustande bekommen, nämlich gemeinsam wissenschaftlich Top-Ergebnisse zu erzeugen, die für das Leben auf der Erde halt wichtig sind. Mhm. Sie haben dort ein Buch jetzt geschrieben über eben Ihre Erfahrungen, das heißt Cosmic Kiss. Da schreiben Sie alle möglichen Dinge auch eben, wie das ist, mit dann den Kollegen zu arbeiten, die aus allen Nationen kamen und Sie waren oben, als der Ukraine-Krieg ausbrach und es waren russische Kollegen an Bord. Wie war das? Ja, das war ein ganz schwieriger Moment, weil klar, mit 7 Leuten an Bord, ab und zu sind auch Gefahrensituationen da, wie Feueralarm oder vielleicht Druckverlust, da muss man an einem Strang ziehen und da muss man als Team funktionieren und das geht nur, wenn man 100% Vertrauen hat ineinander und da darf jetzt nicht eine Nationalität plötzlich im Raum stehen, sagen, okay, das ist der russische Kollege, dem traue ich jetzt nicht. Deswegen haben wir das Thema angesprochen und die russischen Kollegen sind nach wie vor meine Freunde, die haben gesagt, wir sind genauso gegen den Krieg, wie ihr gegen den Krieg seid. Das ist keine Lösung für überhaupt kein Problem. Und alle sind sie mehr oder weniger in Lebensgefahr. Wir haben Bilder vom Start der Rakete. Das ist einer der Momente, in dem man extrem in Lebensgefahr ist. Sie üben sowas. Hier sieht man sie da reingehen. Sie üben das. Und wie ist es dann doch, wenn man dann startet? Wie groß ist der Unterschied zur Simulation? Ja, die Simulation ist eine Zentrifuge. Also dann steigen wir eine Zentrifuge und dann werden wir geschleudert und dann spüren wir die Kräfte, die auf den Körper wirken. Aber ich steige eine leere Rakete ein und dann wird die betankt und dann ist dann wirklich dann flüssiger Sauerstoff, minus 180 Grad in der Größenordnung ist das. Und dann ist das Metall, wird runtergekühlt und diese Rakete erwacht dann plötzlich zu einem Leben, das knackt und knirscht und ist dann wie so ein Ungeheuer, was faucht. Und das ist schon ein bisschen seltsam. Feuer unterm Hintern würde man sagen. Ja, das ist danach, das Feuer dann. Also erstmal wird es runtergekühlt und dann ist der Countdown da und dann hat man Feuer unterm Hintern. So, und der zweite Moment, der wirklich immer gefährlich wird, ist, wenn man landet. Auch da haben Sie Bilder mitgebracht. Also man sieht, dass Sie, ich weiß nicht, wie schnell ist das dann eigentlich, wenn man da aufkommt? Ja, das sieht jetzt spektakulär aus, aber das Spektakuläre war in den 10 Minuten davor. Das waren noch 28 Kilometer pro Stunde und das ins Wasser rein, das ist eigentlich gar nicht so schlimm.
Und wir haben gerade gesehen, wie sie da rausgetragen werden. Also laufen ist nicht in dem Moment, ne? Ja, würde gehen. Das üben wir ja natürlich auch. Für den Notfall müssten wir uns retten können, weil wenn jetzt dann das Schiff, also wenn wir an der falschen Stelle gelandet wären, dann müssten wir theoretisch auch 2 Tage auf See überleben können. Und so eine Kapsel ist ein ganz schlechtes Schiff. Also dann müssten wir aussteigen können. Aber nach 6 Monaten im All verliert man einige Muskeln. Mhm. Die großen Muskeln können wir trainieren. Aber jeder, der mal Rücken hat oder so, der weiß, die kleinen, feinen Muskeln um die Wirbelsäule rum, die braucht man auch für die Stabilität. Und die können wir noch nicht trainieren im All. Deswegen haben wir ein erhöhtes Risiko für einen Bandscheibenvorfall direkt nach der Rückkehr. Und wie lange braucht man so ein bisschen, bis man wieder auf die Erde? Ich glaube, im All ist man... Wie viel Kilo schwer? Also ich weiß nicht, Sie sind normalerweise 80 Kilo. Schwerelos. Aber da ist natürlich das jetzt Physik wieder. Also und dann kommen Sie auf die Erde? Schwerelos, aber ich habe natürlich immer noch Masse. Also ich komme zurück auf die Erde und dann, klar, dann wiege ich plötzlich wieder was. Und es fühlt sich an, als wäre ich ein Elefant geworden. So, Sie sind wieder hier. Wir haben gesehen, die ISS ist eine Gemeinschaftsarbeit. Was wir jetzt erleben, ist, dass es einfach einen Wahnsinnswettbewerb wieder gibt. Ja, also man hat sich auf der internationalen Raumstation mit allen zusammengetan und jetzt wollen sie alle ins Weltall fliegen. Die Chinesen sind neu dabei, die Inder sind neu dabei. Gerade sind die Japaner zum Mond geflogen. Ist das eigentlich gut, wenn es Wettbewerb gibt da? Also ich finde es gut, weil in den letzten paar Jahren hat sich richtig viel getan. Also in der Exploration, in der Weltraumfahrt. Mhm. Ich denke, das belebt so ein bisschen die Aktivität, dass wir dort oben halt jetzt auch Konkurrenz haben durch die Chinesen. Die Inder möchten eigene Raumstation aufbauen, starten im nächsten Jahr mit ihrer eigenen Kapsel. Ich sehe das aber auch so ein bisschen, dass Europa abgehängt wird. Wir waren bis vor kurzem noch richtig in der Weltklasse mit dabei, sind es auch jetzt noch mit Satelliten, Navigationssystemen. Aber in der astronautischen Raumfahrt, also mit Menschen, da hängen wir hinten dran. Mhm. Warum ist es für alle Nationen so wichtig, auf den Mond jetzt zu kommen? Also eben auch die Japaner, die jetzt gerade dort eine Sonde auf den Mond geschickt haben. Was suchen die da? Ja, vor 50 Jahren sind ja die Amerikaner auf dem Mond gelandet und haben dann Proben zurückgebracht. Und damals dachte man, der Mond ist langweilig, ist nur ein trockener, Körper, trockene Oberfläche mit Sand. Aber jetzt wissen wir, es gibt dort Wassereis in ganz tiefen Kratern. Die liegen am Südpol. Da, wo die Sonne ja nie hinkommt? Genau, das sind mit die kältesten Stellen in unserem Sonnensystem, sind genau dort in diesen tiefen Kratern auf dem Mond. Und das Wassereis dort ist eine richtige Ressource. Wasser können wir aufspalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Das ist einmal Sauerstoff zum Atmen. Aber Wasserstoff ist natürlich auch ein Energieträger und ist auch Raketentreibstoff. Das heißt, der Mond könnte zur Tankstelle werden für Exploration ins tiefe All. Oder auch, um unsere Satelliten im geostationären Orbit wieder aufzutanken. Es ist eine Tankstelle, der Mond. Ja, also ist jetzt ein bisschen, könnte er werden, aber das Wassereis ist eigentlich noch viel spannender, weil in diesem Wassereis finden wir vielleicht noch die ersten organischen Spuren, die damals natürlich aus dem Weltall Richtung Mond geflogen sind, aber die gleichen organischen Spuren kamen damals auch auf die Erde und sind wahrscheinlich die Vorläufer, aus denen wir dann entstanden sind. Also die große Frage, wie ist das Leben entstanden, könnten wir auf dem Mond eventuell beantworten. Also die Vergangenheit liegt da, aber eben möglicherweise auch die Zukunft. Ist das auch der Grund, weshalb so viele privaten Unternehmen jetzt auch dann unterwegs sind? Also SpaceX kennen wir alle, Elon Musk, aber er ist ja nicht der Einzige. Was macht das für private Unternehmen interessant, da zu investieren bei diesen Kosten? Ja, also wir können, also der Weltraum ist ein Wirtschaftsraum, wächst in den nächsten Jahren enorm und wir gehen davon aus, dass sich das jetzt so wie das Internet entwickeln wird. Also in 20 Jahren ist das ein riesender, wachsender Markt. Mhm. Und wenn wir jetzt nicht dabei sind, investieren, dann werden wir so abgehängt wie damals beim Internet, wo natürlich die Firmen in den USA das ganze Geschäft unter sich aufteilen. Und deswegen möchten wir, dass Europa hier stärker dann auch investiert. Mhm. Obwohl der schon so voll ist, es gibt diese Animation über Weltraumschrott. Das sind das ist eine Animation der ESA. Wenn Sie uns mal erklären, was wir da jetzt sehen, das wäre ganz schön, weil es ist für Leute, die das nicht wissen. Ja, also wir sehen hier die Erde und um die Erde rum fliegen viele, viele Teilchen unterschiedlicher Größe. Die allermeisten sind wirklich sehr klein. Das sind dann millionenfache Teilchen. Und wenn diese Teilchen zusammenstoßen und dann erzeugen die sozusagen neuen Weltraumschrott und irgendwann entsteht ein Lawineneffekt, den wir dann nicht mehr kontrollieren können. Und dann hätten wir den Zugang zum All sozusagen verloren.
Also alle wollen dahin, jeder schießt seinen Satelliten darauf, genau. 1,7 Millionen, da gibt es, glaube ich, jetzt schon den Antrag dafür. Ja. Was ist das, Wildwest da oben? Kann da jeder noch machen, was er will? Ja, also momentan haben wir weniger als 10.000 aktive Satelliten, aber es gibt Pläne, bis hin zu 1,7 Millionen Satelliten hochzubringen. Also eine unglaubliche Zahl, die werden nicht alle kommen. Also es sind viele auch nur, sag ich mal, Ideen und Konzepte, die nicht realisiert werden. Aber wir sehen gerade einen massiven Ausbau an diesen Superkonstellationen. Starlink von Elon Musk ist natürlich eine der ganz bekannten, aber es gibt noch viele andere, die auch solche Konstellationen aufbauen. Und mit diesen Satelliten kann man richtig Geld verdienen. Wenn sie nicht kaputt gehen. Ja, genau. Deswegen müssen wir das Weltall wieder aufräumen. Wir müssen Strategien entwickeln, dass diese Satelliten nicht zusammenstoßen. Also wenn sie in ein Flugzeug steigen, dann gibt es Regeln, dass die Flugzeuge aneinander vorbeifliegen. Das kann man im Weltraum auch. Das haben wir noch nicht im Weltall. Und das ist alles noch so ein bisschen Hand zu Fuß, wie dort die Satelliten gesteuert werden. Da brauchen wir noch bessere Technologie und bessere Regeln vor allen Dingen. Es gibt noch etwas, was in dem Weltraum angekommen ist. Das ist einfach der pure Kapitalismus, würde ich jetzt mal sagen. Sie haben auf der ISS, als Sie da waren, vier superreiche Weltraumtouristen dabei gehabt. Und die haben Sie genannt eine Horde Wilde. Bisschen desorientiert, überfordert, da sieht man sie vier in der Mitte und sie drumherum, sie sind da oben mit dem Kopf nach unten. Ja, also es kamen sogar zwei Raumschiffe an. Das hier ist eine amerikanische Kapsel, dann mit drei Milliardären und einem Ex-Profi-Astronauten, der jetzt auch gerade letzte Woche noch mal oben war mit einer neuen Ladung. An Touristen? Ja, das waren jetzt dann staatliche Astronauten. Okay. Touristen gibt es anscheinend nicht so viele. Aber was machen die da und warum sollen die da sein und was haben sie davon? Ja, für die war es ein Traum, hochzufliegen, die Erde von außen zu sehen, aber sie haben auch Wissenschaft gemacht. Echt? Und am Anfang war ich ein bisschen kritischer, aber ich habe auch gesehen... Ach komm, Sie schreiben in Ihrem Buch, die sind überfordert, desorientiert und wir werden zum Hotel für Superreiche. Ja, gut, das waren jetzt meine ersten Gedanken. Mhm. Als die oben ankamen, waren auch die ersten 5 Tage, war ziemlich chaotisch dort oben. Mhm. Aber das waren ja die ersten Astronauten, privaten Astronauten, die hochgeflogen sind. Mittlerweile gibt es, glaube ich, mehr Regeln. Die werden besser vorbereitet. Und die muten sich dann auch in Zukunft ein bisschen weniger zu als die ersten drei. Aber wir müssen etwa 55 Millionen für so ein Ticket zahlen, habe ich mal irgendwo gelesen. Das ist natürlich teuer, klar. Die Frage ist, wie wird sich dieser Weltraum entwickeln? Machen wir alle Fehler, die wir auf der Erde gemacht haben, auch wieder da oben im All? Ich hoffe es nicht. Also wir sollten uns zusammenraufen und draußen möglichst dann zusammenarbeiten. Denn nur wenn wir zusammenarbeiten, dann können wir auch wirklich die ganz spannenden Missionen auch fliegen. Und das wäre zum Beispiel wieder den Fuß auf den Mond zu setzen. 2030 könnte der erste Europäer auf einer dieser Raumfahrten dabei sein. Werden Sie dabei sein? Sie sind ja im Kader. Haben Sie Hoffnung, dass Sie das sind? Ja, die Hoffnung habe ich auf jeden Fall, ob ich dabei bin. Das entscheiden natürlich andere. Für mich ist wichtig, dass ich gesund bleibe bis dorthin. Das ist die Grundvoraussetzung Nummer eins. Aber ich denke mal, dass ich gute Chancen haben werde, dem Mond ein bisschen näher zu kommen. Näher oder den Fuß drauf zu setzen? Das schauen wir dann mal. Die ersten Missionen werden die Astronauten erst einmal um den Mond herumführen und spätere Missionen werden auf dem Mond landen. Warum wollen Sie Ihren Fuß auf den Mond setzen? Weil ich Wissenschaftler bin und weil ich daran glaube, dass Wissenschaft ganz, ganz wichtig ist, auch für das Leben hier unten auf der Erde. Erst einmal, um die großen Fragen zu beantworten, aber auch um die Herausforderungen unseres Planeten zu lösen. Mhm. Und ein bisschen Spaß daran. Aber ja, das natürlich auch. Das Abenteuer steckt natürlich dann auch in dieser Sache. Herr Maurer, vielen herzlichen Dank. Wir wünschen toi toi toi, dass Sie das erreichen werden und hoffentlich nicht verloren gehen da oben im All. Vielen Dank fürs Kommen heute. Dankeschön.